So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers. Ja, hier sind wir wieder. Gehen wir nochmal hier lang. So, da hinten war noch eine Kiste links. Die hatte ich vorhin schon gesehen gehabt, als ich hier drüber gelatscht bin. Schicksalssteinschatulle. Ein Schicksalsstein. Ein strahlender Schicksalsstein in einem Kästchen aus Himmelsstahl. Nicht schlecht. 130 Ausdauer dazu, 88 Angriffsstärke. Oder das könnten wir auch Kalibrette oder Dingens geben. Ach ne, wenn wir das Ausweichen verlieren. Ne, dann kriegt's Galli. Oh, Warpuls wiederhergestellte Schädelnachbildung haben wir abgelegt. Sehr schade. Alter, jetzt 20.000 Leben. So, warum leuchten die Dinger hier auf? Keine Ahnung. Gelesen habe ich das hier schon, ne? Ja. Ich glaube, links hinter dem Portal, hinter dem Tor war noch was gewesen. Das werde ich nur ganz kurz lesen und dann wieder zurücklaufen. Vier von vier, Kontrollverlust. Mein Herz schlug nicht vor Aufregung schneller, sondern vor Furcht. Ironischerweise war das Herz klüger als der Verstand. Meine neuen mechanischen Glieder gaben nur vorzugehorchen. Ich wollte meinen rechten Arm durch ein verbessertes Modell ersetzen, doch der linke wollte sich nicht bewegen. Sie tun alles, was ich ihnen befehle, es sei denn, es bedroht sie. Das Mana hat sie alle mit einem Eigenleben erfüllt. Ich habe hilflos gelacht, als sie mich im Labor eingesperrt haben. Alleingelassen mit meinen verräterischen Gliedern wird die Verwandlung nicht aufhören. Schon bald wird eine transzendente Maschine stehen, wo zuvor ein vergängliches Ich stand. Belustigt über meine Verzweiflung gestatten sie mir, meine letzten Gedanken aufzuzeichnen. Ich empfinde nur Grauen und kann doch nicht aufhören zu lachen. Nochmal 3500 Gold. Ja, ist doof gelaufen, ne, würde ich sagen. Drei Pünktchen. Hier steigert Galis Angriffsstärke um 25%, wenn sie einen aktiven Schild hat. Gut, ist ja nutzlos für mich. Was ist denn auf dem anderen? Ist voll doof. Die Punkte hier oben sind offensiv, defensiv. Na, ist aber auch. Na, ist auch nicht. Ist egal, hab nichts gesagt. Und bei ihm. Ich denke, ihm könnte man theoretisch die drei Punkte geben. Steigert die Crit-Chance um 10%, ermöglicht andauernde Heilung Crit zu sein. Dann kriegt er noch 3 Punkte. Ja. 1, 2, 3. Muss ich allerdings 20 Punkte da reinhauen, da würde ich halt die Angriffsstärke verlieren, was echt schade wäre. 6218. Oh, 600 Punkte Schaden verloren. Verdoppelt den Heilungsteil von reinigender Ring von 87 Lebenspunktkraft pro Runde auf 1561. So, nachher anregende 21 Kraftreserve, 7 pro Runde. Das ist jetzt auch nicht so, eigentlich nicht so geil. Reinigender Regen. Dann machen wir Notfallpläne noch weg. Oder das hier, präventive Heilung. Machen wir auch präventive Heilung weg. Heilende Berührung. Punkte bräuchte ich nochmal 6. Ah, ist auch nicht so geil. Nur meine Wingflinke Reinigung und Avatar der Natur jetzt. Bam! Steigert die Crit-Chance um 10%, ermöglicht andauernde Haltung in Crit zu sein.
Und da jetzt unser Reinigender Regen 2. Ja, 1561 Lebenskraft und könnte kritten und was auch immer. Also ich finde es schon ganz gut. Das nehmen wir mal mit und testen wir auch gleich mal, denke ich. So, da hinten ist der fette Bossgegner. Seht ihr das? Alter, so ein Riesenschädel. War ja noch eine Kiste? Tatsache, da ist noch eine Kiste. Na, 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 die will ich haben. Die will ich haben. Schon irgendwo am Rand langlatschen. Jetzt kommt natürlich am Rand auch noch was dazu. Jetzt muss ich nur an die Wände gucken, sondern auch an den Rand. Ich denke hier. Hier bin ich safe. Oh Gott, geh weg. Was haben wir hier noch? Na, gar nichts. Ich will die Kiste haben. So, hier ist Ende. Hier vielleicht? Oh, geh weg, Alter. Ist ja voll nervig. So, da haben wir schon geschaut, da war nichts. Hier vielleicht noch irgendwas. Da geht's nur weiter. Könnte vielleicht da hinten noch sein, aber war da nicht Ende? Da geht's da noch kurz ein Stück lang. Ah ja, da geht's dann ein bisschen was lang. Ah ja. Okay, geht's gar nicht weiter. Oh Gott, geh weg. Dreck. Dreck, Dreck. Oh, okay, da war nicht wirklich was, aber hier haben wir noch schöne Mana-Strahlfalle, magischen Schaden um 40% erhöht. Bullshit! Wie auch immer zum Geier mich das treffen konnte. Da ist auch noch eine Kiste. Habe ich den Vermesser gerade erst gefunden, ja? Ja, tötet euch mal gegenseitig. Alter, geh mal weg. Fuck, der andere ist auch mit dabei gewesen, ne? Oh, verdammt. Noch nicht ganz voll. Komm ich mega langsam erst dran. Aber wenn ich ihn jetzt angreife, macht das keinen Sinn, weil er sich hochheilt. Wie blöd. Magische Angriffe heilen den Wirp hier ein wenig. Ist egal, komm, hau auf. Bis Calibretto dran ist, so lange kann ich nicht warten. Vielleicht tötet ihr ihn ja sofort. Für 10.000. Mana-Verschlinger ist ja nicht mehr mein Vampir-Ghoul. Piu! Autsch! Okay, das geht noch. Abrechnung. Na verdammt, Calibretto ist vorher drin. Wow, ich hab. Naja, das war Spottenheld, hat immer nur 3 Angriffe und nicht 3 Runden. Das ist voll nervig. Na, hier seht ihr, restliche Abwehr 3. Dreimal greift er ihn halt an und danach ist Ende. Ach, können sie wieder jeden angreifen. Super nervig.
Ist das ein hässliches Drecksvieh, Alter. Er charged. Verspotten ist weg. Oh Gott, Alter, was sind das für Gegner? Ist ja heftig. Bei den kleinen Gegnern kann man das noch machen, das ist schon okay. Er wird ihn sofort töten, gehe ich von aus. Gereinigt. Zu spät. Auch zu spät. Oh, ich würde schon ganz gern das haben. Ist doch kacke. Boah, hat er viel Leben. Wird er einen AOE-Attack machen? Nein, doch nicht. Nee, ich will ihn nicht töten. Noch nicht. Hört mal auf alle dann, ne? Ist ja nervig, ey. Heftiger Gegner, wirklich. Haben wir schon gelesen. Boah, noch so ein Viech, Alter. Du Drecksviech. Lebender Schatten und ein Mana-Verschlinger. Ich denke, ihn als erstes zu töten ist erstmal nicht verkehrt. Der Hannes kann nicht so stark sein wie er. Definitiv nicht. Essen, Essenz verzieren. Boah, ist ja nervig. Alter, wie viel... Magisch Angriff verhindert ein wenig ein Vampir. 2000 hat er geheilt, der Penner. Okay. Aber wenn ich das mache, dann heilt er sich. Interessanterweise, also dann... Okay, er hat schon verbrannt drauf. Hätte ich also gar nicht machen brauchen. Essenz verschlingen. Ey, der hat doch locker 20.000 Leben, der Typ. Er greift mich an. Ich denke, er... Okay. Das ist gut. Er greift nochmal an. Er wirkt was. Ah ja, heilen wir uns um 2000. Na,
Er kriegt von mir mehr Leben wieder, als ich Schaden mache, Alter. Wie dumm ist das denn? Ey, ist das ein fetter, hässlicher Gegner, ja. Einmal heilen. Oh, schön die Heilung. Aber Calibrettos Mana sieht langsam echt beschissen aus. Ich habe, glaube ich, noch irgendwelche Tränke, um das Mana zu heilen. Und der hat, glaube ich, ein Level up. Wow, nice. Okay, meine lieben Freunde. 80 Mana hier wiederherstellen, 40 Mana hier wiederherstellen. 20, 40. Das ist natürlich nicht viel, aber es reicht auf jeden Fall schon mal. Gut, erstmal auch mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder von Battle Chasers. Ich danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.